Meine mobile Schnittstation im Auto. Wie geil ist das? So, willkommen beim neuen Vlog. Es ist der zweite Tag. Gestern bin ich hier angekommen in Vieux-Boucault. Schönes. Und ich war auch schon surfen, was ein bisschen angstig war. Also ich hatte ein bisschen Angst, weil erstens waren die Bedingungen nicht besonders, ziemlicher Onshore-Wind. Onshore bedeutet auf den Strand bläst der Wind und bläst damit die Wellen um, was nicht die besten Bedingungen sind. Und ich war seit 1,5 Jahren nicht mehr surfen und habe sofort eine Welle genommen, was so ein irres, geiles Gefühl war, dass mein Körper sich das gemerkt hat. Ah, cool, cool ist es hier zu sein. So, Mission, ich muss den Shaper finden. Mir ist ein Shaper empfohlen worden, weil mein altes Board ist auf Lanzarote, da ist schon die Finnenplack rausgebrochen und der hat sich total nett am Telefon angehört. Jetzt schaue ich mal, ob ich den finden kann. Hier bin ich richtig, glaube ich. Schaut gut aus. So, hier wird der Doktor mein Board reparieren. Servus, Champion. Ciao. Ich meine, wie leibend war der Typ schon wieder? Dr. Ding repariert die Boards, spricht perfekt Deutsch, weil er Germanistik studiert hat. Und morgen oder übermorgen ist mein Board repariert, 45 Euro. Ich hätte mit 80 gerechnet. Warum sind so viele Leute in der Surfer-Szene so leibend? Begeistert. So, jetzt gehen wir was essen, ha? Ah, Wahnsinn. Ich fühle mich wie Gott in Frankreich. Geil gegessen. Gutes Essen. Oliven, Spargel,
Käse. Aber ihr hättet das im Supermarkt sehen sollen. Also die Franzosen lieben es ja anzustehen. Wenn du in Wien in den Supermarkt gehst, du stehst ja nicht wirklich an der Kasse an. Sobald mehr als 3 Leute an der Kasse sind in Wien, kommt schon von hinten das Geschrei Kasse, bitte. In freundlichem Ton sagt irgendjemand, könnten Sie bitte eine Kasse aufmachen? Also nicht so in Frankreich. In Frankreich meterlange Schlangen, die Franzosen. Ui, ja, bitte, wollen Sie nicht vor. Ja, ja, ich stehe gerne in der Schlange. Also ich habe leider dort nicht gefilmt, aber das ist in ganz Frankreich so. Man steht einfach lang in der Schlange und allen taugt. Lustige Vergleiche.